Marek Pengsa behält die Nerven gegen Aumann. Bank. Noch drei Minuten, Beuchel zu Rank und irgendwie erreichte Werner viel spannender. Wenn Marschall nicht konsequent abgeschirmt wird, nutzt der ehemalige Leipziger je. Die Hoffnung währte allerdings nur 8 Minuten bis zu diesem Dresdner Freistoß. Dresdens Kapitän auf Sebastian Schuppert. Und plötzlich ist der Ball. Seine Flanke auf Koch. Das 2:2 und runter. Wieder Fjell. Fort der Stürmer und dann Koch. Das 3. Pfeffer auf den eingewechselten Alexander Schnetzler. Sie sprangen auf. Lauf, lauf, lauf und schieß. 33. Minute. Trojan, Schuppan und dann ist er drin. Trojan hat viel Zeit und auch er ist völlig frei. Michael Poté. Des frühen Rückstands durchaus mithalten. Nach. Der Ball ist frei und richtig. Hier die Chance nochmal für Dürholz. Und Teixeira. 61. Minute. Kaku Talua. Und dann schießt der Butcher an. Da ist Eilers. Tekerci den Ball und schiebt ihn irgendwie in den Strafraum. Und das ist das 2:2. Butschke gegen Peter Gulaschi. Wird's nochmal spannend. Doppelpass mit Testroth. Hartmann grätscht wieder zu Kutschke. Kutschke! Schützen Eilers aus, Mann, nämlich. Gut in die Partie, das ist Haris Duljevic, der einfach nicht genau weiß eigentlich wohin der Bügel und dann der maßgenauen Flanke auf Ayaz Aosman und Bonic steckt durch auf Löwe, der Außenverteidiger macht's clever und trifft zur Füße, der wird nicht richtig angegriffen, ja, und wenn man nicht genau weiß wohin mit dem Ball, wieder ist Bonic beteiligt, spielt diesen Pass auf den eingewechselten Lukas Röser und überlegen, etwas aus dem Nichts dann, dieser Angriff von Dynamo und Kone bleibt cool, das 1:0 führt die Verantwortung. Und hat etwas Glück, das wird dann lange gar nichts. Bis zur 108. Spielminute. Lukas Stohr mit der erneuten Führung für die Sachsen. Bedient Janik Stark und es steht 1:0 für den Zweitliga Robin Becker. Er kam im Sommer aus Braunschweig mit dem 2:0. Auf Daferner und Daferner mit dem 3:0. Sebastian May und das Spiel ist voll. Einen Punkt festgehalten. Rüber auf die andere Seite. Knipping! Vlachodimos eingewechselt. Kade, wie viel Platz hat der denn? Julius! Christoph Daferner, der Ausgleich. Dünnt wieder direkt. Jong Ming Soy, Moritz Schröter wieder da.